Hi, Kuhn. Hier, Kuhnfreunde sammeln. Sieh an, der verräterische Arschficker ist auch da. Hey, wow, nee, nee. Ich hab gesagt, ich helfe dem Wunderarsch, nicht euch. Ja, der neueste Kuhnfreund und Kuhnfreunde halten zusammen, du Arsch. Kommt, wir müssen über diesen Zaun. Ja, Toolset, genau das will Wunderarsch. Na gut. Wenn es einen Generator in der Nähe gibt, kann ich mit dem Sandblaster fast jedes Hindernis bewältigen. Wow, das ist fantastisch. Immerhin ist mir jetzt Lava weg. Nur noch eins vorweg, Toolset. Ich traue dir nicht. Eine falsche Bewegung und ich mach dich platt. Ich bin nicht wegen dir hier, fetter Arsch. Danach sind wir wieder Todfeinde. Okay, Classy hat gesagt, dass die Katzen hierher gebracht werden. Alle Mann ausschwärmen! Hier mit. Hierher mit, miau, miau. Und wir stehen da und haben den Durchblick. Hierher mit, miau. Das. Hierher mit, miau. Miet. Ich will dann nur zur Tasche. Ich kann nichts sehen, ich brauche einen Boost. Ich dachte, als Drachen könnte man fliegen. Zack. Use Store Mitarbeiterschlüssel, wichtiger Gegenstand. Lass mich rein, wir kommen jetzt hier rein. Champion-Anzug. Können wir hier irgendwas kaputt machen? Nein? Okay. Ich werde aber auch gerade wieder müde. Und ich dachte, als Drachen wäre man leichter. Das ist ein Drachenklischee. Was gefunden? Professor Chaos. Was zur... Hallo, Kuhn Friends. Kuhn and Friends. Hereinspaziert. Ich habe unvorstellbar viel Alufolie und Lakaien gekauft. Ich habe $20,000 bekommen, um Schnüffler hier fernzuhalten. Was? 20.000, um Leute vom Rumschnüffeln abzuhalten. Das schaffe ich aber schon mit ein paar hundert. Wisst ihr, was ich mit dem restlichen Batzen mache? Die in Paris den Schwanz verlängern lassen und Französinnen ficken? Super, Craig. Falsch! Ich vernichte diese Stadt und beweise, dass ich der Super-Schurke bin. Nicht dieses Oberboss-Arschgesicht. Lebt wohl, Kuhn Friends. Lakaien? Nein, ihr müsst sie umbringen. Ach, verdammt. Oh Mann, okay, finden wir, wonach wir suchen und dann weg hier. Ich würde ganz gerne noch mit denen spielen. Willkommen im Hort unaussprechlichen Chaos und Schreckens. Kann man die mitnehmen? Nee. Ich dachte, die kann man irgendwie ein bisschen befreien. Das wäre cool gewesen. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Alter, ich hab grad geträumt, dass ich ein Küchenhandtuch war. Was für ein heftiger Trip, Mann. Um Himmels Willen. Oh, hat sich ja gelohnt, wenn wir einen Stoffballen bekommen haben. Können wir doch zur Sicherheit wiederherstellen, ne? Wunderbar ist es ja. Ich bin so cool. Yeah. So, wo wollen wir denn eigentlich ran? Irgendein Artefakt. So, da können wir uns wieder ein bisschen stärker machen. Können wir die 54 auf 60 verbessern. Und schon sind wir gut unterwegs. Noch zwei, dann haben wir den Rätselmeister auch serviert. The Rätselmaster.
Ich weiß, dass es dann angeht, aber na gut. Wow. Sehr gruselig. Sehr, 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 sehr gruselig. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir schaffen das trotzdem. Ich kann doch gerade mit irgendwem irgendwas reden. Ich hätte gern dich ausgewählt. Captain Diabetes kommt wieder. Diabetes zur Rettung! Uns das Ding im Weg, Alter. Hab keine Furcht. Mundarsch wird seine fantastischen Zeitkräfte verwenden. Auf jeden Fall werde ich das. Und zack, steht das Ding wieder. Siehst du? Hey, ich hab auch coole Kräfte. Oha, ihr werdet meine uneinnehmbare Festung. Quatsch nicht so viel. Ah, hier kann man wieder irgendwas nehmen. $20.000 kaufen kann. Butters, geh nach Hause. Wir suchen nur eine verschwundene Katze. Das könnte euch so passen, Coon Friends. Butters, wenn dir jemand Geld gegeben hat, steht das rechtmäßig unserem Franchise zu. Uns allen. Oh nein, weißt du? Mehr Geld heißt mehr Lakaien. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Oh. Was ist mit Captain Diabetes? Na gut, ich will jetzt auch nicht ändern, wir bleiben dabei. Fürchtet die Boten der Willkür! Es ist Zeit für Zerstörung! Echt aus mit dem Herz! Wofür zahle ich euch denn das ganze Geld? Jetzt, meine Lieben! Ich brauche jetzt dazu eigentlich nichts sagen, weil die Kämpfe sind relativ. Ja, warum's denn? Das war ziemlich nice. Der Hund könnte sogar sterben mit dem Rückstoß. Ihr habt nur ein Sandkorn aus der Sanduhr eures Untergangs entfernt. Du bist Schwachkeit, aber deine Farben sind cool. So, was könnten wir jetzt nur machen? Schwierige Frage. Wir könnten zum Beispiel hier hinstellen und den platt machen. Jetzt sind ja auch alle dead. Ah ne, da ist ja noch einer. Ist aber nicht sehr freundlich, was du da von dir gibst. Verdammt, Butters! So, würde ich sagen, beenden wir das mal mit dem Laserbohrer. Das war's dann wohl. Von wegen, Kuhn. Oh, scheiße, und was jetzt? Dank meines Geldgebers konnte ich doch mehr Lakaien anheuern, die alle für den Mindestlohn oder weniger arbeiten. Vamonos, vernichtet die Kuhn Friends. Kuhn and Friends. Kuhn and Friends. Jetzt ist Kuhn-Time. Hab keine Angst vor diesen Superkern. Haben die echt Mexikaner gekauft? What the fuck? Los, Lakaien, das könnt ihr besser. Nein, lass es bitte. Fäng dich mal an, Alter. Es tat weh. Ich bin drin. Okay. Pew, pew. Pew, pew. Oh, lass dich nicht so vermöbeln. Zeigt ihnen, Lakaien! Ich möchte jetzt nichts mehr hören, Cartman. Kann ich ihr Gerede nicht verstehen. Meine Lakaien sind toll gut geimpft. Das ist jetzt perfekt. Das werden wir auch machen. Ihr werdet kaum
Schwanz besiegen. Hm. Oh, kein Rückstoß. Oh. Nee, das blutet nicht auf. Können wir eigentlich mehrere auf einmal erwischen? Zwei, drei? Ich meine, der dürft doch... Nehmen wir mal den hier. Du bist dran, Neuer. Bam. Fühlt den Zorn von Humankind. Humankind. Schwarz. Können wir den irgendwie one-shotten? Nein. Auf sie, Lakaien. Quatsch nicht so viel, Leute. Chaos oder Tod. Angriff, Lakaien, los. Nein. Ihr seid nichts gegen meine Armee. Ah, ja, ja, ja. Den könnten wir umhauen. Ah, das steht ja außer Frage. Können wir eigentlich auch hinter ihn? Können wir ihn erstmal umhauen. Abgestochen. Es ist heute sehr interessant, muss ich sagen, weil erst töten wir Kinder, dann töten wir einen Behinderten, dann haben wir einen Schwarzen getötet und jetzt einen Mexikaner. Das ist halt klasse. Ist auch kein Artenhass, wir töten einfach heute alles. Was das jetzt? Weiß der Geier. Ihr übernehmt diese Gasse und Super Craig und ich die Dächer. Alright. Ich habe eine Tasche gefunden. Yeah! Ich habe, glaube ich, ein Versteck gefunden. Lass mich raten, wir können hier hochkrabbeln. Beautiful. Ich wollte trotzdem die Kiste mitnehmen. Ödlandanzug. So, was kann man dahin bewegen? Dann machen wir einen Zeitforce, ja? Jetzt aber eigentlich fast gewillt ins Bett zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir machen noch was Kurzes. Also jetzt vergesse ich das hier. Ja, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Zurückforts machen. So. Das ist der Jagdschuppen, ne? Laufen wir nochmal kurz durch und gucken, was auf der anderen Seite ist. Oh, Halloween. Oh, ich habe jetzt nicht gedrückt. Es tut mir leid. Wir probieren es nochmal. Ich war nicht auf F drücken vorbereitet. Dann mal
Und Super Force. Ciao, bis dann. Kannst du auch einfach... Ah, dann nicht. Ah, man läuft hier oben lang, okay. Lalalala. Nein? Jetzt? Weiß ich, wie es weitergeht, das ist korrekt. Komme ich jetzt da wieder hin? Will ich die Kiste eigentlich haben? Eigentlich schon, ne? So, machen wir hier nochmal kurz einen super nicen Time Fort. Damit wir uns das super geile Ding holen. Und dann ist der perfekte Zeitpunkt. Damit ich mich wieder schlafen lege. Denn hier haben wir Gesichtsranken bekommen. Und wir wissen alle, Gesichtsranken ist das A und O für den Finger in dem Po. So. So. Ich würde sagen, wir spielen das nächste Mal weiter. Ich speichere jetzt an diesem Punkt und wir spielen das nächste Mal weiter. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal in einem neuen Kostüm. Bis dahin. Tschö. Mit. Don't forget your dreams, 'cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I